Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed The Run. Das letzte Mal waren wir immer noch bei der Story natürlich stehen geblieben und wir sollten uns genau jetzt einen neuen Wagen aussuchen. Leider müssen wir das nochmal machen, weil er das offenbar nicht gespeichert hat. Wir hatten den Lamborghini Gallardo genommen und es laggt ein wenig, aber das ist mir gerade egal und wir starten auch gleich direkt durch. So, das mit der kleinen Pause tut mir leid, weil aber ich hatte letzte Zeit einfach nicht so viel Zeit, was aufzunehmen. Und damit haben wir Death Valley die Etappe 3 beendet. Und wir haben sind immer noch erstrangige Freunde. Aber das ist eigentlich gerade egal. Jedenfalls, wo war ich denn geblieben? Ach ja, ich hatte letzte Zeit nicht so viel Zeit aufzunehmen, da ich teilweise auch irgendwie keine Lust hatte, also. Ich habe immer noch ein paar Folgen rausgehauen, aber nicht Need for Speed, sondern Assassin's Creed 2. Und naja, aber das wird sich ab jetzt ändern. Ich habe auch mehrere Anfragen bekommen, weil es nun endlich mit Need for Speed The Run weitergeht. Und deswegen will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal die nächste Etappe. Desert Hills. Mal schauen, wie sich der neue Wagen so fährt. Das Handling soll ja anspruchsvoll sein. Ich hoffe nicht, dass ich allzu sehr damit rumfällt werde. Unsere nächste Location ist North Shore Road in Valley of Fire, Nirvana. Klingt ziemlich cool, ehrlich gesagt. Wir haben schon 653 Kilometer zurückgelegt und 17 Resets benutzt. Wir sind ja Meister im Resets benutzen. Und ich würde sagen, direkt weiter. Bei Nacht. 10 Positionen. Du musst dir ein bisschen Zeit vormachen. Yo, das werden wir. Tankstellen. Okay, Tankstellen brauchen wir gerade nicht, weil, ja. Weil wir gerade einen neuen Wagen gekriegt haben. Und dann würde ich sagen, da wollen wir diese Lappen. So, 3 Stück haben wir überholt. 4 Stück haben wir überholt. Geile Sache. 400 XP Bonus. Finde ich gut. Der Wagen fährt ziemlich schnell, muss ich sagen. Oder da hinten ist der nächste. Den haben wir aber auch ganz nicht am Lockern, glaube ich, überholt. Oh nein, 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 nein. Nicht! Okay. Gut. Naja, Steuerung ist bei mir immer so eine Sache, das wisst ihr ja. Ein bisschen Gas hier. Die nächsten sind ganz schön weit vorne, da hinten gefährt. Und wir haben wieder richtig geile Musik. Also die Musik habe ich richtig vermisst in dem Spiel. Weil die Musik einfach nur geil ist, Leute. Die Musik ist einfach nur geil. Ich genieße es einfach. Oh ja, anspruchsvolles Handling, das merke ich schon. Zudem ist es außerdem her, dass ich ganz schön lang her, dass immer das Spiel gespielt habe. Du lässt mich hier bitte vorbei. Dankeschön. Wo sind denn die nächsten beiden? Okay, die nächsten beiden sind auch ganz schön weit vorne. Nicht crashen. Sehr gut. Nein! Warum bin ich denn. Ich bin so dumm, da war gerade eine Abkürzung. Wir hätten die beiden locker überholen können. Naja. Egal. Wir haben noch 3 Kilometer, um das nachzuholen. Wir haben die beiden jetzt gerade überholt. Ich muss sagen, für meine Verhältnisse fahre ich gerade besonders gut. Also für meine Verhältnisse, Leute, ist das schon etwas besser als sonst. Na ja, gut, das liegt aber auch daran, weil hier noch nicht solche tricky Kurven sind. Wow, aber Gegenverkehr ist hier immer noch. Also wir müssen aufpassen. Okay, da will uns einer wieder überholen. Aber dem werden wir keine Gelegenheit dazu geben. Da vorne kommt eine Kurve. Oh Mann. Die Kurve war mal wieder richtig schlecht. Aber egal. Das soll uns nicht weiter stören. Denn wir haben einfach nur das Rennen zu gewinnen. Wir
Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Reset benutzt. Das finde ich gerade echt gut. So, wenn ich jetzt noch mit keinem zusammen crashe, beziehungsweise Reset benutze, wäre das ziemlich geil. Und wir haben es geschafft. Beendet. 2 Minuten 23 Etappenzeit und unsere Run-Position ist jetzt 192. 79 Plätze bis Chicago. 2150 XP erhalten. Und perfektes Rennen, 500 XP. Und da wir alle Resets noch übrig haben, haben wir immer 100 XP bekommen. Finde ich gut. Und wir setzen den Run fort. Läuft ja bis jetzt ziemlich gut eigentlich. Marcus Blackwell. Marcus stammt aus einer Chicagoer Familie. Seine Leidenschaft für Autos wird von seinem Onkel finanziert, der alle Fäden zieht. Außer zu gewinnen, besteht Marcus' Hauptmotivation darin, Jack aus dem Rennen zu ziehen. Für immer. Das war einer dieser Gangster, die uns am Anfang in diesen Müllpresser da gesteckt haben, in diesen Autopresser da, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Und gegen den dürfen wir jetzt fahren. Was bist du denn für ein Lappen? Was zum Teufel? Das denke ich mir auch gerade. Was war das denn für eine Aktion? Macht Zeit gut. Oh yeah. Das werden wir. Boah, sieht der Wagen einfach mal endgeil aus, Leute. Das sieht einfach nur geil aus. Wow, ich habe hier die letzten Follower. Wo ist denn der Checkpoint? Das Checkpoint, whatever. Gib Stoff, Junge. Dürfte knapp werden. Das war knapp, 150 XP. Nicht resetten, gut. Puh, ich dachte gerade, Leute. 30 Sekunden bis zum nächsten Kontrollpunkt. Es ist gerade nicht sehr schwer zu fahren. Ich kann mich hier gerade genüsslich am Ohr kratzen, weil es gerade nur geradeaus geht. Werde ich wieder eine Abkürzung nehmen können, ich Vollidiot. What the fuck? What the fuck? Was war das denn? Okay, wir starten das Rennen nochmal neu. Was war das denn für ein Epic Fail? Leute, was war das? Ich weiß es echt nicht. Ja, für immer. Ich hab's doch gesagt, auch wenn ich es nicht genau gelesen hab. Naja, egal. Macht Zeit gut. Das werden wir. Hoffentlich diesmal richtig. Weil ich möchte das Rennen möglichst perfekt abschließen und ja. Hätten wir gerade nicht so krass gedriftet, hätten wir es auch geschafft. Boah, die Kurve habe ich sogar geschafft, ich glaube es nicht. So, noch 10 Sekunden wieder. Vielleicht haben wir diesmal ja ein bisschen mehr Zeit. Ja, wir haben diesmal eine Sekunde oder so mehr gehabt. Finde ich gut. Gute Zeit. Boah. Alter. Diese Wagen immer. Die bringen einen so aus dem Konzept manchmal. Beziehungsweise von der Straße, die von uns das labert dann wieder. So, diesmal versuche ich auch die Abkürzung zu nehmen. Ohne zu crashen. Okay, mehr oder weniger haben wir die Abkürzung jetzt genommen. Aber das ist doch verhältnismäßig gut für mich. Ich hätte erst krass damit gerechnet, dass wir jetzt resettet werden müssen, aber nicht. Finde ich gut. Gute Zeit. Wow! Und ein fetter Jump. Springbonus. So. Und wieder ein Sprungbonus. Läuft ja geil. Also XP werden uns hier quasi in den Arsch gesteckt. Das ist... What the fuck? Das war...
Alter, das war ein Millimeter, was ich an ihm dran war. Das könnt ihr mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, Leute. Ich fühle mich hier gerade echt ein bisschen verarscht, Alter. Es geht gerade gar nicht, ey. Diese dummen Wagen immer, ey. So, Monster Jump. Oh mein Gott, fahr doch nicht gegen den Wagen, wenn ich nach links lenke. So, diesmal springen wir nicht so krass wie vorhin. Naja, hier springen wir so krass, aber nicht da. Aber nicht da hinten. So. Vorne ist der nächste. Kontrollpunkt. Gute Zeit, 150 XP. Oh, gut, dass wir hier noch drauf langfahren können. Ich dachte schon, jetzt muss ich wieder resetten. Ja, fahr doch gegen die scheiß Absperrung. Na gut, besser als in... Oh mein Gott, lenk doch nicht so behindert. Und wir haben es geschafft. 4 Minuten 22 Etappenzeit. Bei Position immer noch 129. Immer noch 4 Resets übrig. Leck mich am Arsch. Wir setzen the run fort. Ach ja. Also es macht mir wieder Spaß aufzunehmen. Also ich habe jetzt wieder richtig Bock drauf und ja, machen wir einfach direkt mal weiter. Nächste Location ist Rockville. Zion oder Zion National Park. Utah wahrscheinlich. Alles klar. 18 benutzte Resets haben wir jetzt. Naja. Beendet Moapa Valley? Lustiger Name. Wir haben schon 800 Kilometer zurückgelegt. Das geht ja recht schnell. So. 10 Positionen gut machen. Auf so einem Grill. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Ich habe es gerade nicht gehört, was ihr gesagt habt. Tut mir leid. Ja, ist klar. Auf so einem Geröll darf ich hier wieder rumdocken, ey. Geil. Naja, wenigstens scheint die Sonne. Auch wenn sie mir gerade nur im Weg ist. Also nicht im Weg, aber sie stört gerade. Oh, Leute. Exoten sind echt nicht für solche Geröll-Dinger, Gedöns, whatever geeignet. Alter. Ja, das ist für mich nö. Lässt mich anscheinend nicht vorbei. Finde ich auch gut. Ist auch ganz toll. So. 6,5 Kilometer. Ich möchte am besten keinen Reset benutzen. Das ist... Ich will kein... Weg. Alter. Ist doch nicht zumutbar, die Strecke, ganz ehrlich. Wie soll ich denn die Leute damit aufholen? Mit dem Lamborghini hier. Der Wagen ist absolut nicht für diese Strecke geeignet. Das merkt man doch schon, wenn man hier lang fährt. Naja, aber wir haben eine recht gute Höchstgeschwindigkeit. Oh Gott, da kommen wieder krasse Kurven. Was zum... Du überholst mich hier nicht, mein Freund. Du überholst mich hier ganz sicher nicht. Oh, Leute. Also ich versuche hier das Beste rauszuholen, was bei mir möglich ist. Bei mir. Ich habe extra bei mir gesagt. Es gibt Leute, die kriegen das deutlich gelassen dahin. Ich weiß, aber bei mir ist das immer so eine Sache. Kennt ihr ja. So, ja. Lenkt doch einfach mal nach rechts. Wir kennen das doch. Wer kennt es denn nicht, wenn sein Wagen einfach mal nach links, nach rechts lenkt? Ja, da aber über... Da. Boah, die Bullerei, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, Leute. Nehmen wir mal ein bisschen Windschatten, damit wir besser rausschneiden können. Ja, das war so klar. Wenn die ebene Straße kommt, ist gleich die Bullerei da, ne? Am Arsch. So. Lässt du mich vorbei? Leute, kommt ihr mal klar oder so? Na ja, gut, so habe ich immer... So habe ich wenigstens überholt, aber warum habe ich unsauber überholt?
Der Kopf hat die doch gerammt, nicht sich. Naja, egal. Wollen uns nicht weiter stören. Weh, du drängst mich da in den Scheißwagen rein, ey. Gut. Das wäre es jetzt echt noch gewesen, wenn er mich da reingedrängt hätte, Leute. Alles klar, Verfolgung. Straßensperre einsatzbereit. Straßensperre? Wow, geile Straßensperre, Leute. Invisible Wall? Okay. Nee, bitte komm nicht von vorne. Ja, dräng mich doch von der Abkürzung ab. Dummer Lappen, ganz ehrlich. Ja gut, aber ich glaube, aufholen wird hier eh keiner mehr, weil die Cops mit den restlichen Spasten beschäftigt sind. Das heißt, wir können hier ganz gemütlich ins Ziel fahren, solange wir nicht crashen und ich wieder ein Reset benutzen muss. Ja, Ziel, komm. Komm, noch ein paar. Hinter uns ist keiner und wir haben es geschafft, oder? Ja. Und keinen einzigen Reset benutzt.